Die Akte gibt nicht viel her. Aber wenigstens enthält sie ein Foto. Das Foto kann ich gebrauchen. Hoffentlich vermisst es niemand. Mein Hauptverdächtiger, Theodor Jacek. Aber Kira, das verstehe ich nicht. Sie hat mich angefordert. All diese Akten vom FBI. Ich habe mir die Akten angesehen. Das FBI hat sie angefordert, aber Kiras Name steht nirgendwo. Sehr seltsam. Wissen Sie etwas über den anonymen Anruf? Leider nicht. Es heißt, es war eine weibliche Stimme. Keine Ahnung, Renier erzählt mir ja nichts. Wir sollten sie wirklich nach Hause bringen. Renier sagte... Ich weiß, wir müssen das nicht erneut durchkauen. Gehen wir. Na, großartig. Der Eingang wird von zwei Kollegen bewacht. Ich habe keine Marke und muss unbedingt nach Finnland. Aber irgendwie komme ich schon dahin. Ich werde nach Finnland fliegen. Der Flug ist schon gebucht. Jetzt muss ich nur noch unbemerkt aus dem Haus kommen. Das bringt doch nichts. Ich muss zwar von hier verschwinden und kann den normalen Weg nicht nehmen, aber ein Sprung vom Balkon ist keine Lösung. Das ist Unsinn. Ich muss es gar nicht erst probieren. Es ist zu kurz. Ich werde einen Streifen aus der Decke rausschneiden. Gut, jetzt schneide ich noch einen Streifen raus. Damit erreiche ich... Dann noch das letzte Stück. Ich sollte nur die wichtigsten Dinge mitnehmen. Der Rest kann zu Hause bleiben. Der erste Schritt auf dem Weg nach Finnland. Früher war ich mir oft nicht sicher, ob das, was ich gerade mache, Renier wütend macht. Dieses Mal bin ich mir jedoch ganz sicher. Die Neonzahlen für das Schild werden hier aufbewahrt. Das sind die beiden fehlenden Zahlen vom Gründungsdatum des Neonschilds. Der alte Mann hat die Buchstaben abgenommen und einige davon mit Hilfe des Schweißgeräts repariert. Das Rodin-Café. In der ganzen Zeit, die ich jetzt in Lyon lebe, war ich erst einmal dort Kaffee trinken. Es ist eine Schande, wie wenig ich das Leben in Frankreich genieße.
Ich bin immer am Arbeiten. Sie reparieren das Schild jetzt seit etwa 2 Monaten. Und jetzt fehlt nur noch das Gründungsdatum. Bei diesen Schlössern kann man seine eigene Kombination einstellen. Wenn ich nur wüsste, welche der Techniker benutzt. Sieh an, es war tatsächlich das Ja vom Neonschild. Gut, jetzt muss ich nur noch ein Taxi kriegen und dann zum Flughafen kommen. Lara, du schaffst das. Wie ist es so weit gekommen, Lara? Wie wurde die Jägerin zur Gejagten? Was tun sie nur? Der Ort, an den sie gehen, ist böse, uralt und tückisch. Um wieder Leben zu sehen, müssen wir manchmal ins Dunkel gehen und beten, dass wir den Weg zurückfinden. Beten Sie, Lara. Endlich bin ich hier. Die Reise durch den Wald. Es war, als wollten mich die Bäume fangen, zerquetschen und verschlingen. Und der Sturm wurde immer schlimmer. Ich kann froh sein, dass ich überhaupt hier angekommen bin. Wenn Jacek wirklich in der Nähe an einer Ausgrabung gearbeitet hat, müsste er in diesem Hotel gewohnt haben. Ich werde mir eine Unterkunft besorgen und 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Vielleicht sollte ich unter einem anderen Namen auftreten. Schließlich will ich möglichst wenig Spuren hinterlassen.